Und der Typ so voll eingeschüchtert, so, ey Mann, lass mich los, du erwürgst mich ja. Darauf Batman so, nee, ich lass dich noch ein bisschen zappeln, damit du fixer mal siehst, was das heißt, Weltschmerz. Das ist deine Hälfte. Das ist meine Hälfte. Deine Hälfte ist doppelt so groß wie meine. Du, pass mal auf, ja, das ist mein Sandkasten. Solltest froh sein, dass ich dir überhaupt erlaube, hier zu spielen. Ist das klar? Ein Beziehungsdrama, das sich nicht auf der Couch abspielt, sondern an einem wahrhaft archaischen Ort. Die beiden erzählen uns nicht nur eine sehr berührende und erheiternde Geschichte, sondern spielen auch mit den Fantasien des Publikums. Inwieweit sitzen wir, wie Tucholsky es gesagt hat, wir modernen, aufgeklärten, durchtherapierten Menschen, nicht doch noch auf den Bäumen oder wie es bei uns ist, in welchem Sandkasten sitzen wir? Wie kannst du eigentlich mit Puppen spielen? Ich meine, das ist doch verdammt langweilig. Das geht dich nichts an. Ich finde Männchen und Autos langweilig. Ich finde jedenfalls, es gibt eine Menge spannendere Sachen, als mit Puppen zu spielen. Verstehst du, du verlierst dein Realitätsempfinden, wenn du so weitermachst. Hey, das geht dich nichts an. Ich sag dir auch nicht, wie und womit du spielen sollst. Und der Batman fährt dem Typen nach und sagt dann so, na warte nur, du Sack, dich kriege ich noch. Das Spiel ist noch nicht zu Ende. Das wirst du noch bitter bereuen, verdammte Scheiße. Und er hebt fast ab, wirklich wie so eine Rakete vom Raketentempo. Und so, wumm, auf einmal gehen zwei Flügel aus dem Wagenhaus. Das ist, damit Batman noch schneller fahren kann. Fahren und abheben, aber das will der Batman jetzt nicht. Abheben, er will den Typen kriegen. Wir haben noch eine Rechnung offen, sagt Batman und lacht dann so höhnisch, so. Ja? Du spielst, wie ich sehe. Was? Ich sagte, ich kann auch so sehen, dass du spielst. Ach, stört dich das? Ja, es stört. Und ich kann mich überhaupt nicht auf mein eigenes Spiel konzentrieren.